jetzt wird nochmal geblickt, jetzt wird nochmal geschaut. Da sieht man tatsächlich Herr Lala Fellmann. Dieses Dungeon in diesem Gegner. Kämpfe an. 0 von 8, zack, das läuft doch. Die andere Gruppe schon gut mit dabei, übrigens da dazwischen schon bei der roten Gruppe momentan. Sie haben die erste Stage überwunden, da geht es gleich Richtung Erz. Und hier gerade im Bild die Gruppe von Yoshida. Ja, und jetzt geht auch schon los. Es kommt natürlich darauf an, wie sein Team jetzt eingespielt ist. Nur ein guter Schwarzmagier macht jetzt einen Unterschied. Wir brauchen hier nur den Weißmagier, Protes und Steinhaus. Und die Tanks müssen dann auch gleich mal langsam vorrücken, Leute. Denn es steht jetzt in der... Wollen die den Rekord brechen, haben das schon, oder was? Genau, steht ein Weltrekord auf das Wieder. So los geht's, kein großer Zeitpunkt. Sonst wird es natürlich schwierig. Natürlich, Yoshida-san will nachher um 18 Uhr auch nochmal versuchen, das Ganze wieder einzustellen. Da geht es dann auf die Bühne mit ihm. Und dort werden wir natürlich noch viele andere Informationen bekommen. Ja, wir warten also mal drauf. Die Gruppe ist sich da natürlich so ein bisschen unsicher. Klar, der Positiv ist drin, denn wenn man hier gleich Yoshida mit dabei hat, dann lastet auch ein ungeheurer Druck auf alle Gruppenmitglieder. Genau das. Am Ende verliert man diesen Kampf und das meine Fantasy-Abo ist weg. Da kennt der Meister wahrscheinlich nichts, aber jetzt klärt er drauf auf. Dann verliert seine ersten Hitpoints und alles in allem sieht das doch ganz gut aus. Man sieht natürlich Blitzrad und andere Zaubersprüche von Schwarzmagier, Feuer, da direkt hinterher, die machen halt den maximalen Schaden. Ja, genau, also dass da nicht viel verkehrt läuft, das ist natürlich klar. Schauen wir uns mal die anderen Charaktere an. Hier voll natürlich mit Yoshida überhaupt nichts schieben. Da läuft es soweit ganz gut, die erste Phase ist soweit überrückt. Da gibt es natürlich den Schaden. Yoshida hier wird sich bis zum Maximum zurück, um wirklich möglichst wenig Schaden einzufassen. Und jetzt die zweite in dieser Runde besiegen. Auf Platz genau, 8 der Punkt. Und auf A momentan ist Yoshida und das sollte so nicht sein. Nein, das bedeutet, dass gerade die beiden Tanks ihren Job nicht auf die Ball machen. Paladin und Krieger sind nur auf Position. Nein, jetzt hat Paladin auf A. Alles klar, Paladin hat gerade nochmal gerissen. Das heißt, er hat den Fokus und Timing. Und der Schwarzmagier Yoshida-san ist in der Lage, ordentlich Schaden auszuteilen. So muss das halt laufen und wir nähern uns gleich der kritischen 50%-Marke. Genau, also Yoshida vielleicht zu gut für den Tank, ist natürlich die Frage, denn so mehr Schaden man macht, desto mehr Aufmerksamkeit sieht man natürlich auf sich, desto wütender wird er. Deswegen muss der Baller hier ganze Arbeit als die Heiler natürlich auch ein bisschen mit Fokus auf diesen speziellen Gast, den wir hier auch rechts eingeblendet sehen. Und er hat natürlich auch sichtlich Spaß, wie wir sehen. Es ist ein spannender Kampf, den wir haben. Jetzt geht es um das erste Signal. Und du hast es gesagt, es ist die kritische Phase. Es ist der Punkt, wo die meisten Gruppen tatsächlich scheitern. Und jetzt ist Yoshida. Das Steingefängnis auf den Meister. Ah! Auf das Steingefängnis einhauen, damit er wieder freigesetzt wird. Diesen Schaden, den braucht er natürlich, um den Titan der Mund zu kriegen. Der Weißmagier hat inzwischen das Zeitliche gesegnet und ist raus aus dem Spiel. Hey, komm, freu dich doch. Yoshida versucht natürlich genau, hier möglichst weit wegzukommen, möglichst viele Sand zwischen sich und Titan zu bringen. Und der holt im Ausdruck das erste Zeichen ist jetzt geschlagen, das Herz ist zerstört. Und jetzt geht's in Phase 3. Der Limit auch schon verfügbar und natürlich so ein bisschen reserviert traditionell für den Black Mage. Der Limit ist der erste, hier steht das an. Der Punkt ist natürlich, gerade der Black Mage ist der mächtigste Damage wieder im Spiel und der kann gerade mit dem Limit-Rausstand einen enormen Zauber entfesseln. Wo wir inzwischen haben, sind wir den Dragoon verloren. Das bedeutet, wir haben einen Damage-Sheeder weniger. Und wofür sind Damage-Sheeder ganz besonders gut? Schaden austeilen, Titan mündlich schnell, dem Tod entgegenführen. Aber mit einem Damage-Sheeder weniger geht das halt viel langsamer. Der Weltrekord, es scheint sicher für das Faktor angegangen. Team Yoshida scheint es nicht in der Lage zu sein, diesen zu brechen. Ja, das heißt, der Rekord bleibt bei uns. Also Weltrekord weiterhin hier. Mal sehen, ob das vielleicht im Astro auf die Probe stehen wird. Ey, ich bin gespannt, ohne Scheiß. Ich bin gespannt, ob überhaupt über das Wochenende jemand die Probe hat. Aber ich denke schon. Da allerdings ein bisschen langsamer. Hier hat nämlich die Gruppe von Yoshida deutlich mehr Zeit gebracht. Und jetzt ist vorbei. Keine Chance mehr auf den Weltrekord, zumindest bei diesem Versuch. Ja, Moritz, das war dann recht. Jetzt geht es einfach nur darum, Zeit zu besiegen. Yoshida-san gibt da alles, gibt es auch. Genauso wie der Mönch, der Baden, der Krieger, der Baladin. Da regnet, da regnet.
bewegen jetzt alles auf Seite ein. Wir müssen sicherlieren, also ich glaube nicht, dass dieser Sieg da irgendwie bezweifelt wird, auch wenn es jetzt nicht der Weltrekord ist. Kleiner Zwischenstand, die andere Gruppe ganz, ganz knapp gescheitert hier. Unsere Gruppe nicht aufgeben, wir haben noch genug Zeit. Wir würden es immer noch schaffen. Schaffen wir es jetzt, das Stichwort. Titan, nicht mehr die Nebenpoints. Ja, da sieht man es Deutschland. Jetzt vielleicht nochmal der Wechsel auf die Kamera von Yoshida. Also hier nochmal die rote Kamera. Auch so eine gewichtige Kamera. Da kommt der Wechsel und das ist nicht mehr viel. Was ich sag, ich brauche eine richtige Kamera für die Schulter. Titan ist da!